Liebe Zuschauer, willkommen zu unserem Zertifikate-Check. Wie können sich Anleger in einer Korrekturphase positionieren? Wie sind die charttechnischen Aussichten? Und für welche Szenarien gibt es Zertifikate auf einige Einzelwerte? Das besprechen wir heute. Unsere Gäste sind Dr. Gregor Bauer von Dr. Bauer Consult und Herr Thorsten Metzner von der Bank von Tobel. Herzlich willkommen, meine Herren. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Erhardt. Herr Dr. Bauer, lassen Sie uns beginnen. Wir sehen eine Korrekturphase im DAX, aber an der Nasdaq, speziell im Nasdaq 100, da sieht es optimaler aus. Kommt da jetzt eine Korrektur? Ja, die Gefahr ist natürlich groß. Wenn wir uns mal den Chart anschauen, dann geht es vor allen Dingen um diesen Bereich hier. Wir sehen, dass der Nasdaq 100 im letzten Jahr durchaus positiv gelaufen ist und eben jede Art von Umkehrformation im Moment vermissen lässt. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber zu schauen, wenn wir uns den Bereich anschauen, das mögliche Korrekturpotenzial bis hier in den Bereich, weil wir in dem letzten massiven Unterstützungszone so um die 3000, na sagen wir 400 bis 3600 Punkte uns bewegen. Und wenn wir uns das jetzt mal länger anschauen, wenn wir vielleicht den 3-Jahres-Chart jetzt mal betrachten, da sehen wir das noch deutlicher. Wir bewegen uns eben hier in dem Bereich der Aufwärtsbewegung. Wir sehen das sehr schön an der 200-Tage-Linie hier, die gibt Unterstützung. Wenn es also zu einer Korrektur kommt, die irgendwann mal kommen wird, in den USA sind im Moment noch die Konjunkturaussichten positiv. Es steht noch nicht direkt vor der Tür. Aber wenn sich Anleger wappnen wollen, gibt es natürlich Instrumente, die eben auch auf mittelfristiger Basis genau dieses Abwärtspotenzial, das ich hier nochmal einzeichnen möchte, davon reden wir im Moment, dass man das handeln kann. Und wenn es ganz schlimm kommt, in Anführungsstrichen, dann finden wir auch die nächste massive massiven Unterstützungsbereich hier in dieser Zone 3400. Und das wäre schon Abwärtspotenzial, dass man auch als Anleger handeln könnte, gewinnorientiert. Mhm. Herr Metzner, wenn es jetzt im Nasdaq 100 doch wirklich bis auf 3400 runtergehen könnte, da muss man sich positionieren. Sie haben für fallende Börsen ein Reverse-Bonus-Zertifikat mitgebracht. Dieses Produkt eignet sich zum einen eben für fallende Kurse, aber das Schöne ist eben, man kann es auch schön nutzen für Seitwärtsmärkte. Sprich, wenn der Nasdaq jetzt auf dem Niveau etwa bleibt, kann man trotzdem mit diesem Produkt eine attraktive Rendite erwirtschaften. Das Produkt läuft noch bis Dezember diesen Jahres, sprich noch rund 5 Monate. Und die Barriere ist oben angesetzt bei 4.375 Punkten. Sprich, man hat einen Abstand zur Barriere von rund 11% und würde im besten Fall 10% bis Jahresende erwirtschaften können. Denn das Bonuslevel liegt unten bei 2.750. Man sieht es relativ weit unten im Chart. Also man hat deutlich Luft nach unten. 10% bis Jahresende und 11% im Abstand bis oben zur Barriere. Schauen wir mal auf Einzelwerte. Zurück über den großen Teich. Jetzt kommen wir zum DAX Infineon. Ist auf Jahressicht nicht schlecht gelaufen. Sie sind da ganz positiv und sagen, Kursziel wäre zum Beispiel 13 Euro. Da ist ja noch jede Menge Luft. Ja, allerdings müssen wir hier beobachten, Infineon bildet gerade eine massive Widerstandszone aus. Schauen wir uns das hier an. Um den Bereich geht es jetzt. Hier sollte Infineon erstmal drüber laufen. Und hier haben wir jetzt mal was für Trader. Wenn man nämlich sich anschaut, Infineon ist, und ich male einen relevanten Bereich ein, hier bewegen wir uns. Und hier können wir die Handelssignale auf charttechnischer Basis generieren. Sollte Infineon nämlich die Aufwärtsbewegung, die ja im letzten Jahr, wie man sehr schön sieht, auch in der 200-Tage-Linie, aufwärts weiter fortführen, dann würde ich sagen, mit einem Hebel zum Beispiel, mit einem Produkt, das spekulativ einen an einem weiteren Anstieg teilhaben lässt, so ab 9,60 Euro einzusteigen auf der Long-Seite. Jetzt ist aber immer noch die Möglichkeit gegeben, dass Infineon eben hier an diesen Punkten 1, 2, 3 eben so ein Top bildet und dann umkehrt. Dann würde man eben als Trader versuchen, hier an der Abwärtsbewegung zu partizipieren. Hier würde ich sagen, so ab 9,10 Euro einsteigen. Mit anderen Worten, ich zeige es mal hier, wenn die Aktie also abprallt, hier in etwa rein mit Kursziel dann hier in dem Bereich 8,50, 8. Und dann hat man ein schönes Kursziel nach unten, das man eben im Hebel auch mitnehmen kann als Trader. Wo genau wäre der Widerstand, den Infineon jetzt überwinden müsste? Ja, der liegt hier in dem Bereich. Wir sehen es ja hier so 9,50, 9,60 Euro. Okay, Herr Metzner, Sie haben uns für den Fall, dass Infineon den Widerstand überwindet, einen Open-End-Turbo-Call mitgebracht. Der ist seit Emission schon um 356% gestiegen.
Da lag aber die Aktie auch noch deutlich tiefer. Dennoch ist es eben ein recht spekulatives Produkt mit einem Hebel von 6. Sprich, die Entwicklung dieses Produktes ist eben 6-fach so stark wie die Entwicklung der Aktie. Wenn es nun zum Ausbruch kommt, und das kann eben passieren, nächste Woche bringt Infineon die Zahlen fürs 3. Quartal. Wenn die gut ausfallen, bei der Konkurrenz war es bereits gut, dann wird die Aktie sicherlich nach oben schießen. Und dann kann man mit diesem Produkt eben die Aktie 6-fach hebeln. Also eben ein sehr spekulatives Produkt. Aber wenn es nach oben geht, dann geht es eben mit dem Produkt 6-fach nach oben. Dann geht es richtig nach oben. Für den Fall, dass Infineon an den Widerständen abprallt, haben Sie auch ein Open-End-Turbo-Put logischerweise da mitgebracht. Das ist für die schlechten Zeiten. Auch da habe ich ein Produkt mitgebracht. Ähnlicher Hebel, auch ein 6er Hebel. Der Abstand aktuell beträgt 16% bei diesem Produkt. Sprich, solange die Barriere nicht erreicht wird, ist es Produkt noch aktiv und setzt eben auf fallende Kurse. Wie gesagt, der Hebel von 6. Also in beiden Richtungen kann man mit solchen Produkten eben ganz gut partizipieren. Man sollte eben auch Stop setzen, dass man sagt, bei Kurs X setze ich eben meinen Stop-Loss und würde dann das Produkt eben verkaufen, wenn es doch in die falsche Richtung laufen sollte. Wie sehen Sie das Risikopotenzial? Die Infineon ist schon ganz gut gelaufen in den letzten Monaten. Da ist die Frage, geht es noch weiter oder geht es nicht weiter? Das ist sicherlich davon abhängig, wie geht es weiter in der Chip-Branche an sich. Die Konkurrenten, unter anderem Texas Instruments, hat schon Zahlen gebracht. Die haben die Analysten überzeugen können. Jetzt ist eben die Frage, wie fallen die Zahlen aus von Infineon? Und wird es eben die nächsten Monate weiterhin so gut laufen wie in den letzten Quartalen? Oder wird jetzt vielleicht der Markt gesättigt sein und die Chip-Nachfrage geht zurück? Das ist sicherlich eine der entscheidenden Fragen bei Infineon. Wenn es weiterhin gut läuft im operativen Geschäft, wird die Aktie nach oben hin ausbrechen. Dann kann man eben diesen Call nehmen. Wenn die Zahlen schlecht ausfallen, dann empfiehlt sich vielleicht der Put auf fallende Kurse. Also wie gesagt, an beiden Entwicklungen kann man hier partizipieren. Sehr schön. Schauen wir mal auf E.ON. Auf Jahressicht nun ja. Wenn man es mal vorwegnimmt, auf 5-Jahressicht ging es schon deutlicher weiter nach unten. Hat E.ON den Boden erreicht? Ja, E.ON hat eine sehr schöne Bodenbildungsformation hinter sich. Wir sehen es sehr schön an dem Jahreschart. Schauen wir uns den Bereich hier an. Darum geht es jetzt. E.ON hat nach einer stabilen Abwärtsbewegung seinen Boden gefunden, hoffen wir, ist einmal, und das ist jetzt wichtig für alle Anleger, hier mit einem Versuch gestartet, nach oben auszubrechen. Also hier kam Kaufdruck in den Markt. Blöderweise haben Anleger gesagt, naja, das ist noch zu spekulativ. Das heißt, Folgekäufe, strategische Investoren haben gefehlt. E.ON ist gerade wieder zurück in diesen Bereich hier. Und hierum geht es auch schon, wenn wir hier sehen, welche Marken sind jetzt im kürzerfristigen Bereich wichtig. Die 14,40 nach unten als Unterstützung. Nach oben sehen wir hier 15,20, 15,30. Und jetzt schauen wir uns vielleicht mal die längerfristigen Chartverlauf an. Ganz anders aus. Genau. Und da sieht man nämlich, wo die Idee steckt. Nach wie vor die Seitwärtsbewegung hier sehr gut unterstützt durch die 200-Tage-Linie. Das sieht man sehr schön, auch die 200-Tage-Linie im Gegensatz zu Infineon steigt eben nicht. Das bedeutet, der langfristige Durchschnitt bewegt sich leicht positiv, also ein leichter Anstieg hier. Die Idee dahinter ist jetzt, sollte E.ON nochmal ausbrechen, also quasi diesen Widerstand jetzt, sollte hier Kaufdruck entstehen im Bereich 15,50 Euro. Dann sollten Anleger auf dieser Welle mitschwimmen. Denn dann zeigt sich, dass Investoren eben die Bewertung geändert haben. Dass sie sagen, okay, jetzt sehen wir weiter Kurspotenzial nach oben. Und das sehen wir hier im Chart sehr schön, liegt ja in dem Bereich hier. Ja, charttechnisch haben wir also ein Kursziel, das im Bereich, wenn wir hier schauen, um die 18 Euro liegt. Na, und das lohnt sich doch für Anleger. Das lohnt sich. Es ist aber auch noch ein gutes Stück Wegs dahin. Herr Metzner, Sie haben für den Fall ein Bonus-Cap-Zertifikat mitgebracht. Ist das eher so eine gut und günstig und gut und sicher Strategie? Nein, aber es setzt eben zum einen auf das Szenario, wenn der Kaufdruck ausgelöst werden sollte. Denn man kann eben mit diesem Produkt auch bis zu einem gewissen Bereich an steigenden Kursen partizipieren. Aber das Schöne ist, man kann eben auch an Seitwärtsmärkten partizipieren. Sprich, wenn die Aktie eben seitwärts läuft, kann man trotzdem eine attraktive Rendite erwirtschaften. Dieses Produkt läuft noch bis Juni nächsten Jahres, also knapp ein Jahr, und hat eine Barriere bei 11,50 Euro. Das entspricht etwa dem Tief der letzten Jahre in der E.ON-Aktie. Solange diese Barriere nicht erreicht wird, gibt es am Laufzeitende eben eine Bonuszahlung in Höhe von 18 Euro. Sprich, es gibt zum einen die Barriere, da ist der Abstand derzeit bei rund 22%. Sprich, die Aktie darf eben bis zu 22% fallen, darf nur die Barriere eben nicht berühren. Es entspricht dann einer Bonusrendite bis Juni nächsten Jahres von 11%. Nur wenn eben die Aktie drüber steigt, über 18 Euro, über das Bonuslevel, dann wäre eben das direkte Investment besser als das Produkt, solange eben
die Aktie in dieser Range bleibt zwischen 11,50 Euro und 18 Euro, dann ist eben das Produkt sicherlich auch sehr attraktiv für den Anleger. Okay, machen wir weiter. Wir haben nämlich noch etwas ganz Besonderes dabei. Alle reden über Gold. Wir reden mal über Palladium. Unter den Edelmetallen der Top-Performer. Herr Dr. Bauer, Palladium sieht gut aus. Länger betrachtet, vielleicht, ich nehme schon mal vorweg, nicht ganz so. Sie sagen aber, da rechnen Sie doch eher mit einer Korrektur. Warum denn eigentlich? Ja, wenn man sich Palladium anschaut, nun sagen wir, wissen tun wir es nicht, sage ich mal gerne, aber... wenn wir uns den Chart anschauen, dann sehen wir, dass Palladium eben natürlich insgesamt eine Aufwärtsbewegung zeigt. Aber wenn wir uns wieder mal hier den kritischen Bereich anschauen und ich spreche jetzt wieder eher mal die Trader an, dann fällt auf, dass wir hier nach dieser scharfen Korrektur hier eben einen scharfen Anstieg haben, der im Moment eher seitwärts läuft. So, jetzt ist die Idee dahinter. Sollte Palladium jetzt noch mal korrigieren, ich sage nicht, dass es unbedingt tut, aber Charttechnik heißt ja, man liest die Signale und wenn eben der Markt einem das Signal gibt, dann steigt man ein. Und für Trader könnte das eine optimale Gelegenheit sein. Sollte Palladium die Korrektur fortsetzen, also zum Beispiel unter diesem Bereich hier fallen, sind wir mal bei 8,50, 8,60, ja, dass wir dann sagen, okay, dann steigen wir mit einem Produkt ein, das auf fallenden Kursen partizipiert. Das hat und Herr Metzner auch. Zufällig mitgebracht, ja. Ganz zufällig. Und sehen dann das Kursziel hier unten und bewegen uns dann hier doch in einem, wenn es denn so gut kommt, positiven Gewinnbereich. Und hier oben setzen wir den Stopp und dann passt der Trade. Okay, und das Open-End-Turbo-Put ist dafür auch richtig? Genau, das setzt eben auf fallende Kurse, wieder mit einem Hebel von 6 und hat eine Barriere bei 1014 Dollar. Sprich, solange diese Barriere nicht erreicht wird, kann man mit dem Produkt auf fallende Kurse setzen, etwa einen Abstand von 16% zur Barriere. Und wie gesagt, man hebelt eben die Entwicklung des Edelmetalls von Palladium mit dem sechsfachen Hebel. Sprich, wenn es runtergeht, dann steigt eben das Produkt deutlich mehr an, als der Kurs fällt von Palladium. Ein recht spekulatives Produkt, aber wenn der Anleger davon ausgeht, dass Palladium eben fällt, dann kann man mit diesem Produkt eben auch ganz attraktive Renditen erwirtschaften. Meine Herren, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, bei allen Anlagen gilt es zu beachten, dass es auch Risiken gibt. Und was gilt es noch zu beachten? Den Zertifikate-Check gibt es auch nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, machen Sie es gut.